Mikrofon nicht. Schau mal gut drauf. Also, bei der Befreiung aus dem Schwitzkasten am Boden muss man scharf unterscheiden zwischen einem normalen Schwitzkasten, dass jemand dich so hält, und dem Kesagatami oder Scarf holt. Der Kesagatami ist ein Haltegriff aus dem Judo. Sieht so aus, dass ich praktisch nicht hier bin und nicht hier, sondern jetzt den Arm vom anderen hier festhalte und hier ganz eng bin. Diese Befreiung, okay, das ist der Unterschied. Das ist der Kesagatami, das ist der normale Spitzkasten. Aus dem normalen Spitzkasten kommt man sehr gut auch ohne Schlagen raus. Aus dem Kesagatami, wenn der Gegner geschickt ist, wird es sehr, sehr schwierig rauszukommen, weil wenn du dich jetzt versuchst, dich zu befreien, mach die Befreiung. Und stopp. Gehe ich zurück, dass wir gut auf der Kamera zu sehen sind. Okay, also das ist der Unterschied. Speziell, wenn einer chippt ist, macht er den Kesagatami noch als Position 100 Kilo. Das heißt, wenn ich dich hier im Haltegriff habe, gehe ich jetzt noch hier hoch, dass mein ganzes Gewicht auf seiner Brust ruht. Und Alex macht das nicht so viel, aber wenn einer nicht trainiert ist, geht ihm hier schon der Dampf aus. Merkt's? Also der Unterschied ist, hier kann er sich ausruhen, weil mein Gewicht auf den Füßen ist. Hier muss ich eigentlich was tun, weil ich brauche bloß ein bisschen warten, bis ihm der Dampf ausgeht im Regelfall. Glücklicherweise machen wir nicht Brasilien Jitsu oder Judo, sondern wir machen Wing Chun und Freistil. Das heißt, wenn du mich jetzt im Kesagatami hast, die Seiten. Also wenn ich jetzt nehme, ziehst die Hand lang. Am Ellbogen, greif mich am Ellbogen. Ja, und jetzt ziehst du das so an. Genau, Beine hast gespreizt, also gutes Gleichgewicht. Jetzt hat er praktisch hier gutes Gleichgewicht. Normalerweise macht man das, dass man sagt, ich gehe auf ihn zu und jetzt versuche ich halt dieses Einhaken hier, lass mich einhaken. Haben wir diese Befreiung und dann kann ich ihn so rüberschmeißen. So. Aber wie gesagt, wenn er chippt, das wird sehr, sehr schwer. Nur der Kniff ist ja, er hat praktisch beide Hände fest und ich habe eine Hand frei, das heißt, ich kann einfach hier machen. Ja. Ja. Okay? Das heißt, hier tue ich dann meinen sportlichen Aspekt. Das heißt, ich merke, oh Scheiße, will hier, Mist, geht nichts. Kann jetzt hier natürlich da ein paar machen. Innenhandkante, müsst ihr euch merken, Nervendruckpunkt. Goalblätter 20 vom Englischen, Gallenblase 20, hier wahrscheinlich, kommt gut. Oder einfach, und jetzt, wenn ein normaler Mensch ist, der jetzt seine Hand loslassen, versuchen praktisch mit der freien Hand, das hier zu schützen. Merkt und dann komme ich ganz leicht raus. Also ganz ein wichtiger Unterschied, Schwitzkasten oder Kesagatami-Haltegriff. Also, die Idee ist sozusagen, bei der Befreiung aus dem Schwitzkasten bringt er die Schulter raus und kann dadurch arbeiten. Zurück. Oder mich umwerfen. Wenn ich ihn dagegen hier festhalte, er will jetzt die Schulter rausziehen, geht nichts. Er kriegt hier nicht den Zug. Und deswegen tut er mal die Finger in die Augen tappen. Und dann werde ich normalerweise eben hier die Hand wegnehmen, aber jetzt ist ja die Hand frei und jetzt kann er entweder mit der zweiten nachdrücken, vielleicht lasse ich gleich los, oder er kann jetzt dann, selbst wenn ich ihn nicht loslasse, ich darf es mir in die Augen, ich werde immer sowas machen, jetzt kann er die Hand wieder rausziehen und die ganzen anderen Schichten machen. Also das ist dieser Punkt, dieses Umschalten, muss man scharf unterscheiden. Der Kesagatami wird aber eigentlich nur von guten Leuten gemacht und dann kann es eben sein, dass es sehr schwer ist rauszukommen. Und natürlich optional, nochmal unten. Also wie schon gesagt, er hat drei Arten zu schlagen. Er kann praktisch diese Innenhandkante ins Genick machen, die sehr böse kommt, genau. Und er kann mir von vorne ins Gesicht langen. Mit der Hand geht es nicht, die habe ich da fest. Mit der hier zurück. Und er kann auch mit dem Becken ein bisschen weggehen und die Kniestöße machen, wenn man gerne vergisst hier. Genau. Und zumindest als Serie, er kann ja unendlich lang schlagen, das kostet ihm keine Mühe. Wenn du auch Kniestoß nicht reicht, machst du halt noch einen und noch einen und noch einen. Irgendwann passiert schon was. Also hier muss man einfach scharf unterscheiden, wenn wir normalerweise Bodenkampftraining machen, der wir die Schlagtechniken vernachlässigen, aber wenn das eine Position ist, wo ich ohne Schlagen nur sehr, sehr schwer rauskomme, dann tue ich natürlich sehr wohl wieder Augen stechen und beißen, auch im regulären Training, okay? Aber die Idee vom Bodenkampf ist, dass man die Schlagtechniken eher vernachlässigt, damit man lernt, mit den Positionen umzugehen. Weil der Kniff ist, wenn er jetzt nichts kann, außer Augen stechen, nochmal, wenn er jetzt sozusagen diese Befreiungen, diese Escapes, wie man es immer nennt, vom englischen Wort eben Befreiung, weil eben Bodenkampf aus England, weil das eben alles aus USA und England kommt, wenn er jetzt nur mir einfach so ins Auge sticht und das ist alles, was er kann, sag ich, was, du saustichst mir ins Auge.
Das heißt, im Bodenkampf, wenn er mir ins Auge sticht, wenn er mir beißt, tue ich natürlich auch ins Auge stechen und beißen. Und wenn er das jetzt praktisch nicht nutzen kann, mit Fortsetzung, dass er Escape macht, also mit Techniken, genau, dann werde ich ganz einfach, dass ich sage, er packt mich, gib mir das, das, das. Dank. Ein ganz wichtiges Muster heute aus dem Schwitzkasten, dass er hier aufpasst, also egal ob Schwitzkasten oder Kisagatami, auf diese Hand. Die gefährlichste Technik, Standardtechnik, ganz einfach ist, dass ich hier seine Hand verpacke, habe seinen zweiten Arm, kann jetzt hier, habe meine Hand frei für alles Mögliche. Das heißt, er muss auf diese Hand aufpassen. Da gibt es auch noch verschiedene Arten von Hebel. Es gibt diesen Hebel, habe ich schon gesehen. Ja. Dann ganz lustig gibt es an dem hier. Okay, und was weiß ich, wahrscheinlich noch 100 andere, aber das sind halt die Standardsachen. Und das Einfache ist natürlich, oder dass ich seine Hand hier verpacke, das ist dann so Wing Chun-Typ. Ich drücke ihn hoch, es geht nicht, er hält. Es geht ein bisschen, aber nicht so, dass ich mit dem Bein rumgehe. Jetzt muss ich mit meinem Körper einfach unter ihm weg. Nächste Variante. Er atmet den Schwitzkasten. Also immer ein bisschen diese Kniestöße hier einbauen. Ich drücke ihn hoch, es geht nicht, er hält gegen. Jetzt drehe ich mich auf alle Viere und ziehe die Hand hier raus. Lass mich raus. Wichtig ist jetzt hier die Schrittarbeit im Liegen, liegende Schrittarbeit. Das heißt, es geht darum, um meinen Körper zu drehen, brauche ich an sich wenig Kraft. Wenn er jetzt die Hand auf mir drauf liegt, brauche ich natürlich mehr Drehkraft. Die Drehkraft hole ich mir aus den Beinen, weil die Hände sind nicht in einer Position, dass ich mich mit denen irgendwo abdrücken könnte. Wenn ihr stört, sage ich eher die Drehung, das ist klar. Wenn ich hier meine Hand habe, wie kann ich mich drehen? Das heißt, die Hand muss erst weg und dann kann ich mich drehen. Oder so. Okay, um jetzt Drehkraft zu haben, schaut die Schrittarbeit so aus, dass ich erst mit Becken hochgehe. Dann drehe ich mich auf die Seite und jetzt auf die Seite, die ich liege, das Bein geht hier unten durch. Und jetzt kann ich weiter drehen. Das heißt, ich bin hier. Eins, zwei, drei. Eins, drei. Das ganze wichtiges Muster, dass mir die Drehkraft ausholt. Okay, also zurück. Ich zeige es mir so, dass man meine Beine sieht. Pass mit dem Schwitzkasten. Ich drücke ihn hoch, es geht nicht, er drückt gegen. Ich ziehe die Hand raus. Auf dieser Position, in dieser Stelle, wenn ich jetzt hier auf alle Viere bin, gibt es vier oder drei verschiedene Möglichkeiten, wie es weitergeht, je nachdem, ob der andere meinen Kopf in den Boden reindrückt, ob der andere zieht wie ein Ochse oder ob der andere keinen spezifischen Druck gibt. Also mit dem Schwitzkasten. Ich drücke ihn hoch, es geht nicht, er drückt gegen. Das gibt mir die Lücke, um hier an eure Kinder zu gehen. Wenn er jetzt hier keinen spezifischen Druck gibt, drücke ich ihn hier ein bisschen hoch und krabbel jetzt richtig nach vorne um den Kreis um ihn rum, bis er umkippt. Hier halte ich natürlich gerne mit der Hand aktiv ist, gebe sie weiter vorne und kann wieder meine Kniestöße machen. Zweite Möglichkeit, da habe ich einen Schwitzkasten. Ich drücke ihn hoch, es geht nicht, ich gehe auf alle Viere. Er drückt jetzt meinen Kopf im Boden rein, nach unten. Das heißt, die Druckrichtung von oben nach unten. Jetzt gehe ich einfach mit dem Becken hoch nach links rum. Wenn er nicht losgelassen hat, mache ich jetzt meine Kniestöße, bis er loslässt. Wenn er vorher schon losgelassen hat, ist es ja eh gelaufen. Und das wäre natürlich eine Gelegenheit, dass man gleich diesen Arm mitnimmt für einen Hebel. Hebel sind ganz einfach. Ich muss nur den Arm dahin tun, wo er an sich nicht hingehört. Das heißt, wenn diese Hand jetzt da oben ist, dann ist irgendwas kaputt gegangen. Und auf dem Weg dorthin kommt schon vorher der Schmerz. Und er ist jetzt so verdreht, dass er auch schwer rauskommt. Das heißt, in diese Endpositionen vom Gelenk hat er auch nicht mehr viel Kraft im Arm. Er kann jetzt nicht sagen, er reißt die Hand raus, weil an der Stelle ist nicht mehr viel Kraft da. Dritte Möglichkeit. Auf dieser Position, er hat mit dem Schwitzkasten. Ich drücke ihn hoch, es geht nicht, ich gehe auf alle Viere. Er zieht jetzt wie ein Ochse und jetzt gebe ich seinen Zug nach.